Herzlich willkommen hier zu den 67. Filmfestspielen in Cannes vor dem Palais des Festivals und zur dritten Verleihung der Gurke des Jahres, Gurke of the Year 2014. Heuer wird der große Komiker Louis de Funès 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Grund ehren wir ihn dadurch, dass wir hier in Cannes gelandet sind als außerirdische Kohlköpfe vom Planeten Oxo. Und Marcello Mastroianni beobachtet uns im Hintergrund hier mit gestrengem Blick, damit auch alles richtig abläuft. Und auch meinen außerirdischen Kollegen darf man begrüßen, da ist er schon, Andreas Auinger, und er hat sie auch schon mitgebracht, die Gurke des Jahres. Auch dieses Jahr wieder handgemacht von Martin Jost aus Rostock, wie immer wunderbar geworden. Ja. Ein Einzelstück kann man sagen, das heute an den Gewinner dieser Gurke geschickt wird. Ja, ich würde sagen, bei dem herrlichen Wetter ist doch ein bisschen heiß. Wir werden uns nicht lange aufhalten. Wir schauen uns an die Nominierungen, die 10 Finalisten des diesjährigen Jahres. Da haben wir zuerst einmal After Earth von Overbrook Entertainment. Bart Fucking von MR Film. Carrie von Misha Film. I Frankenstein von Lakeshore Entertainment. Coco W2 von Barefoot Films. Man of Steel von Sync Copy. Ja, ein österreichischer Film auch. Rise Up and Dance von Bonusfilm. Sharknado von The Asylum. The Lone Ranger von Jerry Bruckheimer Films. Und Vaterfreuden von Pantaleon Films. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, wer tatsächlich die Gurke des Jahres bekommt, haben wir uns ja vorher ein bisschen umgehört, wer denn hier für die vielen Damen und Herren in Cannes der Favorit für die diesjährige Gurke ist. These are the 10 finalists. Have you seen any of this and which one you think deserves most this award, Gurke of the Year? Frankenstein. Frankenstein. Definitely Carrie. After Earth. After Earth, I guess. Yeah, Man of Steel. Man of Steel. Sharknado. Sharknado. Sharknado, is it? I don't know, maybe the Lone Rangers. Bad fucking. Okay, you saw it? Yes. You see, I was lucky enough to not have seen any of them. Ja, wir haben gesehen, hier für die Gäste beim 67. Filmfestival in Cannes ist der Favorit eindeutig Sharknado. Jetzt sind wir gespannt, wie haben denn die User von www.cuke.it gewotet. Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine Damen und Herren, Le Cornichon de l'année. The Gurke of the Year, die Gurke des Jahres 2014 geht an. Lieber Kollege vom Planeten Oxo. Ja, jetzt werden wir unseren Techniker anrufen, der weiß das. Gut, wir schalten jetzt auf den Planeten Oxo zu unserem Gerd Hutt. Der sitzt vor dem Computer und der hat jetzt die aktuellsten Zahlen und Daten und auch das Ergebnis. Hallo Gerd. Es war bis zum Schluss spannend. Die Statistiken sind jetzt ausgewertet, wir haben sie mit aller Sorgfalt geprüft. Es war ein knappes Rennen bis zum Schluss, es haben alle Stimmen erst gezählt werden Gerd, müssen. Gerd, wir sind doch nicht bei Dancing Stars. Wer hat gewonnen? Man of Steel. Oh, nein, doch. Ja, die Gurke des Jahres 2014 geht an Man of Steel. Ja, wir gratulieren, da bleibt uns jetzt nur noch eines zu sagen, diese Trophäe geht jetzt mit der Post an den Gewinner und das Einzige, was noch bleibt, ist Gratulation zum Glückwunsch.